Willkommen zurück hier bei Don't Starve. Und wir sind heute nicht allein. Nein, heute ist auch mein lieber Freund, der Moritz. Hallo. Moritz. Ah, es war zu früh, aber egal. Macht nichts. Gut. Deine Zuschauer werden damit klarkommen. Das hoffe ich mal. Play. Wir nehmen natürlich den einzigen Survival-Slot, den wir im Moment haben, mit unserem Bartman. Eine nette Frisur. 1,7. Ja, du müsstest mal den Bart sehen, wenn der ausgewachsen ist. Habe ich noch nie gesehen. Echt, da kann sich ein Bart wachsen lassen? Ja, dadurch wird er nicht so schnell kalt im Winter. Das ist echt praktisch. Das ist gerade jetzt für mich gut, weil ich den letzten Winter gestorben bin. So, continue. So, jetzt haben wir wieder den unglaublich coolen Ladescreen, wo jetzt keine Rückmeldung okay, alles klar. Gut, dann legen wir mal los hier mit dem Tag. Ja, ich habe meine Basis direkt neben ganz vielen Teichen gebaut, wo tagsüber Frösche sind, die böse sind. Und wenn man die angreift, kommen noch mehr Frösche. Faszinierend. Ist natürlich unglaublich gewagt. Ja, wo kommen die alle her? Man müsste ja meinen, die sind dann irgendwie weg. Die vermehren sich ganz schnell. Das ist wie im echten Leben auch. Wir sind gerade ziemlich gut mit der Nahrung, mit dem Leben, ja, so halb, ne? Und die Sanity ist auch ziemlich hoch. Die wird gesteigert durch den Blumenkranz, den wir aufhaben. Wer hätte es gedacht? Und im Moment bin ich drauf und dran, eine Farm aufzubauen, um möglichst viel Nahrung für den Winter vorzubereiten. Das Blöde ist nur, hier in der Nähe der Frösche ist natürlich scheiße. Deswegen habe ich angefangen, hier eine Heuwand außen rum zu bauen, um die Frösche tagsüber fernzuhalten und einigermaßen normal da eben anbauen zu können. Ne? Und hier in der Wüste, also hier siehst du ja die Karte, ne? Und in der Wüste haben wir jetzt ein paar Beefalos, von denen wir den Mist hier einsammeln können. Und damit... Ja, das ist auch immer meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist Hammer, ne? Hammer, einfach super. Also was machen denn die Frösche eigentlich Böses, dass du die so aussperren musst? Ja, die Frösche, die klauen dir Inventar, ne? Also wenn die mit der Zunge, die züngeln dich. Die züngeln dich und dann haben die plötzlich was von dir aus dem Inventar geklaut. Ne? Mein. Okay, lassen wir das mal so stehen. Hier oben ist noch The Ring Thing. Ich weiß nicht genau, was die Evil Flowers machen. Ich habe das Gefühl, die bringen mich um. Deswegen habe ich das Ding noch nicht genommen. Sollen wir uns das mal holen? Trau dich. Ja? Trau dich, meinst ja. Meinst du? Okay. Ja. Versuchen wir es mal. Ach, guck, ist doch gar nichts passiert. Da ist echt nichts passiert. Was macht das denn hier? A ring that could focus dimensional energies. Aha, damit können wir bestimmt später eine Maschine bauen oder eine erweiterte Science Machine, je nachdem. Ich weiß noch nicht genau, wie man alles baut und so, weil, ne, keine Ahnung von dem Spiel und so weiter. Hier die Hasen, die kann man fangen. Dummerweise gibt es hier ganz viele Löcher und wenn ich keine Karotte habe, ist das einigermaßen schwer, die einzufangen. Hier kann man versuchen, die Traps so in den Weg zu legen, ne, und dann jagst du die Hasen. So, ja, das hat gut funktioniert. Warum der auch da oben reinrennt, wenn hier ein Loch ist, aber okay. Gut. Ja, hier oben ist ein Schwein. Die Schweine sind freundlich zu dir, wenn du denen Fleisch gibst. Das sieht so aus, als hätten die Schweine einen Stamm gegründet. Es lässt darauf schließen hier, ne? Examine Pick Torch. Ja. King, you know, say. Das scheint... Ich erinnere mich an den Vogel aus einer deiner ersten Folgen da. Ja, der Vogel. Dann wisst wie... Ja, lassen wir einfach mal die Stammesangehörigen da oben in Ruhe und ihren guck mal, wie viel Leben der abgezogen hat. Boah, ein Schlag und wer weg. Krass. Okay, jetzt verlaufe ich mich schon wieder fast. Lass mal versuchen, jetzt eine Farm zu bauen. Wir haben 19 Mist und wie viel brauchen wir denn hier für eine Farm? Hast du diese ganze Fortbewegungsart der Frösche bemerkt? Das ist ja wirklich ohnegleichen. Die können was, ja. Also die greifen normalerweise halt nicht so aggressiv an, deswegen geht das noch. Ich finde es unglaublich faszinierend, wie die sich fortbewegen. Die blähen sich ihren Magen so richtig auf und dann springen die so. Wow. Ja. Wie elegant. Wir brauchen Holz. Richtig, deswegen habe ich das letzte Mal auch noch keine gebaut. Wir hacken Holz. Das ist die zweitspannendste Aufgabe hier in dem Spiel. Die spannendste Aufgabe ist rumlaufen und erkunden. Also wir choppen jetzt einfach mal die Trees. Die Schweine kann man übrigens auch engagieren. Und wenn man dann anfängt, einen Baum zu hauen, dann kommen die Schweine irgendwann an und helfen dir dabei. Also man kann die schon für sich benutzen. Schlecht. Nur leider in der Nacht hauen die immer ab. Man muss ein Lagerfeuer bauen, dann bleiben die bei dir. Torches, ne?
Ne, die haben ja normalerweise Hütten. Also die, die wir jetzt kennengelernt haben, die Picks da oben, die waren böse. Ich weiß nicht genau warum. Hier es haben gibt also Karotten. Wirklich noch böse und gute Schweine. Ja, also wenn du gute Spieler, gute NPCs tötest, dann kriegst du so bestimmte Punkte aufgeschrieben. Und wenn du eine bestimmte Anzahl an Punkten gesammelt hast, kommt so ein Viech vorbei und klaut dir ganz viel Inventar. Das sollte man möglichst nicht machen, wenn man nicht drauf angewiesen ist. Das Dumme ist, im Winter ist man meistens drauf angewiesen, weil keine Nahrung. Ja, wir sehen schon jetzt, ne, es wird dunkel. Wir holen uns jetzt mal hier noch das Holz. Oben rechts siehst du ja die Uhr. Mhm. Und wenn das im blauen Bereich ist, ist Nacht. Ja, ist ganz, ganz simpel. Also normalerweise würde ich ja jetzt damit rechnen, dass zum Beispiel das helle, das gelbe Nacht wäre und das blaue Tag. Aber hier haben sie es irgendwie umgedreht. Ich frage mich wirklich, warum. Suspicious Dirtpile, dem können wir morgen nachgehen. Suspicious Dirtpile ist ein Fußabdruck, der eine bestimmte Richtung zeigt. Und wenn wir dem lange genug folgen, dann finden wir noch so einen Fußabdruck. Und da liegt dann irgendwas Schönes rum. Hier, ne? Animal Track. Und da unten ist dann irgendwas, was interessant sein könnte. Habe ich festgestellt. Ja, mach's kaputt. Es ist einfach runtergefallen. Da konnte ich nichts mehr. Ich leg's wieder drauf. Mhm. Mein Fehler. Okay. Okay, die Spielesounds werden wahrscheinlich in der Ausgabe jetzt ein bisschen leiser geschaltet sein, damit man uns besser hört. Wir sitzen ja beide vor einem Mikro. Das ist natürlich extrem genial gelöst, aber was soll's. Wird schon hinhauen. Ne? Wir bauen uns jetzt hier eine Basic Farm und mit der Basic Farm können wir dann nämlich später Sachen anpflanzen oder jetzt schon und die schneller wachsen lassen, um uns möglichst schnell und viel Nahrung zu geben. Davon bauen wir auch direkt mal ein paar. Es gibt auch noch bessere Farmen, dafür brauchst du aber eine bessere Science Machine. Na, jetzt bräuchten wir hier wieder Gras. Und Gras haben wir nicht. Tja, die Märchen leben. So, Plant. Genau, jetzt pflanzen wir hier ein paar Samen ein und dann können wir sagen, Fertilize. Und durch Fertilizen wachsen die schneller. Das muss man nicht machen, aber ist sinnvoll, ne? Kann man sich ja denken. Hier unten haben wir die Nahrung und so. Wir essen zuerst das, was am ehesten verfault. Das ist im Moment Berries. Damit füllen wir jetzt mal schön unseren Magen wieder auf, denn je weiter die Haltbarkeit unten ist, desto weniger bringen die Sachen auch, wenn man sie isst. Jetzt zum Beispiel bringen die Beeren gar nichts mehr an Leben dazu. Das ist schade. Deswegen essen wir die jetzt einfach auch mal auf. So, fertig. Er hat gerade irgendwas gesagt. Hast du gesehen, was er gesagt hat? Ja, irgendwas mit they are starting to turn. Wahrscheinlich, ja, dass sie schlecht werden, würde ich jetzt vermuten. Ah, okay. Ja gut, ich dachte jetzt, irgendwas verfolgt uns schon wieder. Das kann nämlich auch vorkommen, dass Viecher... Aha, mit Steuerung hat mir nämlich ein netter Zuschauer gesagt, kann man die Stacks aufteilen. Mhm. Funktioniert. Kann man nicht anders sagen. Mit Rod kann man übrigens auch düngen. Das geht auch ganz gut. Machen wir einfach auch direkt mal. Und was wir demnächst machen sollten, ist Beerensträucher ausgraben, um hier eine Farm auch von Beeren zu haben, weil Beeren normalerweise immer ein sehr gutes Nahrungsmittel sind, was relativ einfach herzustellen ist und nicht viel Pflege bedarf. Die düngst du einmal nach dem Aufgraben und dann ausgraben. Und dann ist gut. Du meinst die Beeren, ich dachte gerade an die anderen Beeren. Eine Schaufel braucht Zweige, das heißt, wir holen uns da unten mal die Zweige, die uns die Frösche das letzte Mal geklaut haben. Hallo, Frosch. Okay, die greifen uns gar nicht an, wenn wir so daneben sind. Ich dachte jetzt, die sind so unglaublich aggressiv. Das ist ja freundlich. Hallo, Frosch. Nein, besser nicht. Guck mal, wie der hüpft. Brrr. Ja, sagte ich ja gerade schon. Der hüpft mit seinem Bauch. Ja, Mensch. Naja. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Ich verurteile da keinen. Also wenn ihr auch Lust habt, mit eurem Bauch zu hüpfen, dann schickt eine Videoantwort. Das möchte ich sehen. Und wir begeben uns jetzt mal auf die Buschjagd. Auf der Jagd nach Büschen. Gras holen wir uns natürlich auch. Oh, guck mal, da ist einer. Ja, holen wir uns direkt mal hier so einen Beerenbusch. Hopp. Zack, und da haben wir ihn schon dabei. Ha, so schnell geht das. Das ist ja unfassbar. Hier noch ein paar Saplings. Davon würde ich jetzt keine mitnehmen. Eine Blume. Ja, die
Ja, Blumen. Ja, Blumen können wir langsam auch mal wieder mitnehmen, weil wir keinen Blumenkranz mehr haben. Und wenn wir keinen Blumenkranz mehr haben, geht unsere Sanity runter und irgendwann fangen die Bäume an zu schwanken. Ja, dann geht das doch jemand hier. Okay. Also... Ich wusste gar nicht, wie wichtig Blumen so im alltäglichen Leben sind. Blumen sind der Hammer. Also im echten Leben merke ich auch immer, wenn ich einer Blume begegne, dann fühle ich mich direkt besser. Echt? Ich muss immer niesen. Ja, das nennt man Heuschnupfen. Das ist eine Krankheit. Das haben manche Leute. Ah. Guck mal, die Karte kann man sogar drehen. Und die Objekte drehen sich natürlich zwei-, dreidimensional mit. Das ganze Spiel ist auch auf einer Basis gebaut, die sich 2,5D nennt, weil das so halb 3D, halb 2D ist. Ja, Background-Infos. Da oben ist noch ein Busch. Wir nehmen uns viel Gras mit, um später die Farmen noch bauen zu können. Ich glaube, du hast da oben auch noch einen Busch ausgelassen, du. Echt jetzt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Da? Da könnte ein Busch sein. Ja, da ist einer. Hier unten sind auch noch drei. Gut, holen wir uns die zuerst. Wenn man die Karte zoomt, kann man natürlich auch besser sehen, was noch, was man so sucht. Ist hilfreich. Auf jeden Fall. Aber was machst du gleich mit den Büschen? Einpflanzen. In deine Felder, die du gerade gebaut hast? Nee, die kommen daneben. Dann werden die gedüngt und tragen später wieder Früchte. Und mit den Früchten kann man dann also natürlich... Also du kannst sie überall wieder einpflanzen, du brauchst dafür nichts bauen oder so? Nee, die kannst du überall reinhauen. Deswegen sind die halt auch so pflegeleicht. Das ist nicht schlecht. Ich fühle mich wie ein Erklärbär. So haben wir auch angefangen. Also wer noch die Wochenshow kennt von damals mit dem Erklärbär, war super. Aber naja, ist halt leider verschollen. Schade. Gut, weiter Beerenbüsche sammeln. Das ist unsere Tätigkeit für heute. Der Winter beginnt ungefähr ab Tag 22, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben noch ein bisschen was Zeit, oder? Bis dahin läuft's. Vorher stirbt man eigentlich nur, wenn man sich mit Viechern anlegt, extra. Oder wenn man dumm ist. So wie ich manchmal. Was ist dein Highscore? Mein Highscore ist der Anfang von Winter. So 22 oder 23. Die Hasen sehen auch nicht nett aus, ne? Um ehrlich zu sein, in dem Spiel sieht nicht so wirklich nett aus. Das also es kann jetzt meine persönliche Empfindung sein, aber irgendwie ist alles sehr düster. Ja? Erzeugt eine gewisse Atmosphäre. Gefällt mir. Okay. Natürlich hat er recht, wir wollen ihm nicht widersprechen. Nicht direkt die Gäste vergraulen. Zack. Das war ein Bärenbusch. So, und wo wir gerade unterwegs sind, können wir auch direkt noch Holz fällen. Das da unten ist ein Wurmloch. Links am Bildschirmrand. Man darf natürlich nicht mit dem Finger drauf zeigen, ne? Weil, na, sieht ja sonst keiner. Weißt du, hast einen Mauszeiger? Ja, aber wenn ich Bäume fälle, kann ich gerade nicht mit der Maus umhergehen. Ärgerlich. Ja, ne? Das wurmt mich jedes Mal. Ja, ich glaube, wir haben immer noch keine Lösung gefunden, zwei Mauszeiger in einen Bildschirm zu bringen, oder? Ich habe noch nichts davon gehört, nein. Aber das wäre echt cool. Also zwei Mäuse an einem Ding. Obwohl man dann natürlich auch wieder die Aktivierung der Fenster und so... Könnte ein Problem geben. Linux wird wahrscheinlich eh wieder als erstes damit ankommen. Und dann wird Windows irgendwann mal hinterherziehen, wenn es für einigermaßen sinnvoll hält. Sonst nicht. So, Beerenbüsche. Und für die Beerenbüsche müssen wir dann natürlich gleich auch noch ordentlich Mist sammeln. Das wird wirklich zum Hobby. Das macht man einfach. Da wird man auch nicht für ausgelacht. Spaß. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass der kleine Typ jetzt schon einen Bart hat? Der ist, vorpubertär. Okay. Also mir fällt jetzt keine bessere Begründung ein. Er ist auch sehr lustig, man wird ja in die Welt reingeschmissen. Kommt da so ein Typ an, sagt dir, oh, du bist jetzt hier in der Welt, überlebe mal, ne? Und dann war fertig. Mehr Story gibt's eigentlich nicht, man ist hier einfach nur. Das ist noch schlimmer als Minecraft.